haben heute den 8. August. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Agrarvlog. Und ich bin hier irgendwo in Belgien auf einer Produktvorstellung von der Firma Wolf Weinland mit den Maschinen von Sipp und Case und hier Holland und Steyr. Ich würde sagen, ein paar schöne Aufnahmen. Ich bin jetzt zwar gleich schon weg, die beiden letzten Maschinen wahrscheinlich nichts mehr. Aber naja, schöne Aufnahmen jetzt. Nach diesem relativ normalen Vlog-Anfang geht es dann etwas nicht ganz so normaler weiter, weil ich nach dem Anfang eben nicht unbedingt Zeit hatte, um auf dem Acker für einen Vlog zu filmen. Dementsprechend, ich habe mir Notizzettel geschrieben auf dem ES-Notizblatt, nicht gesponsert, versteht sich. Weiter ging es dann am 15. August mit Haferdreschen. Gut, war kein reiner Hafer, sondern Hafer mit Erbsen und Gerste. Von der Gerste leider nicht sehr viel, weil da lagen die Ähren größtenteils am Boden, weil es davor eben reingeregnet hat. Gedrescht wurde mit einem Tucano 430 mit einem Klappschneidwerk. Was vielleicht interessant zu der Parzelle ist, das war vorher Dauergrünland. Merkt man eben vielleicht auch wunderbar an der Baumreihe oder der eingezäunten Baumreihe da in der Mitte vom Acker. Mittlerweile Acker, ja. Also ist immer, alles was jetzt kommt, außer ich erwähne es spezifisch, ist von einem Umstellungsbetrieb jetzt im zweiten Jahr. Und ist alles von dem Umstellungsbetrieb, also von Umstellung von konventionell auf biologisch. Also mal was Neues, sagen wir mal so. Gleichen Tag wurde dann noch Winterhafer-Stroh gepresst mit dem John Deere 6630 und dem der Kubota BV, wo steht's? Kubota BV 5200. Ist eigentlich ein Vicon, funktioniert trotzdem, sind wohl relativ zufrieden damit. Ich glaube seit 3 oder 4 Jahren, jetzt fast 9000 Ballen gepresst, irgendwie sowas rum. Die Ballen werden relativ groß gepresst. Silo wird auf 1,50 gepresst und Heu und Stroh auf 1,80. Gott, ist eine Presse. Ich glaube, das ist aber ganz in Ordnung, was sie da so zusammenpresst. Also nicht unbedingt sehr, sehr fest, aber naja, Stroh jetzt zumindest nicht sehr, sehr fest, aber ist in Ordnung, würde ich sagen. Dann am 20. August. Nach etwas Regen, glaube ich, also zumindest etwas feuchter, ging es dann weiter im Winterhafer, der ziemlich stark lag.
Gedrescht wurde da mit einem New Holland CX8070 und irgendwas so um die 6-7 Meter Schneidwerk. Ja. Lagergetreide ist um einiges schwieriger zu dreschen, weil dann eben, wenn es steht, kann man sauber so abschneiden. Und wenn es liegt, dann, wenn man so rumfägt, dann kann es sein, dass man irgendwie, dass man es nicht ordentlich abschneidet. Und wenn man also so rum dann versucht zu schneiden, dann kann es passieren, dass man, wenn es zu flach liegt zumindest, dass die Ähre selbst, oder in diesem Fall die Rispe, weil es ist ja Hafer, Rispe selbst abgeschnitten wird und nicht im Kontakt landet. Ja, dann am 21. August ging es dann wieder mit dem gleichen Drescher weiter mit Dreschen. Ja, da wurde dann halt Tritik, also Wintertritikal mit Wintererbsen. Fand ich ganz interessant. Wintererbsen. Noch nie davor zumindest noch nie davon gehört. Aber gibt's eben auch. Ja, also man merkt es vielleicht schon, im Biologischen werden relativ viele Mischungen gesät, weil ist besser. Erbsen alleine sät sich gut vielleicht, aber erntet sich nicht so gut, weil Erbsen halten sich zwar gegenseitig fest, aber die haben so die Gewohnheit, sich zu legen. Ansonsten, ja, das zur Mischung. Ja, ein bisschen was konnte nicht gedrescht werden, weil es da eben doch noch einiges zu nass war. Drescher hat eben Spuren hinterlassen. Da hat man auch wieder gemerkt, wir sind 2021. Mittlerweile auch schon Spruch von mir. Was noch? Das wurde dann eben ein 6630, also schon der 6630 mit Metre Kipper, irgendwie sowas, Metre Athene Kipper abgetankt. Und ja, das die Mischung werden alle zum eigenen Getreideschrot verarbeitet, weil Händler kaufen Mischungen nicht sehr gern. Auch wenn es Technik gibt, um Weizen von Erbsen zu trennen oder sowas. Gleichen Tag, also direkt danach eigentlich, wurde dann Weizen gedrescht mit dem gleichen Drescher. Ja, da hab ich dann den Weizen zum Betrieb gefahren mit einem John Deere 6506 und einem Brandner Kipper, 2X Kipper. Den Johnny finde ich eigentlich ganz interessant. Das ist ein Sechszylinder, aber soweit ich das jetzt aus Erinnerung verstanden zu wissen glaube, ein Sechszylinder mit dem Radstand von einem Vierzylinder. Also, ein interessantes Konzept, glaube ich, gibt es so nicht mehr unbedingt. Aber hat sich nicht so schlecht gefahren. Frontlader vor, ja. Mit dem bin ich eben da im Praktikum eben ziemlich viel gefahren. Ja, mit dem letzten Kipper, als ich mit dem letzten Kipper in der Halle angekommen bin, oder schon kurz davor, hat es angefangen mit Regnen. Also, ziemlich sehr gutes Timing. Am 23. August ging es weiter mit Mistfahren. Geladen wurde mit einem Merlo Turbo Farmer 35.7. Gefahren mit einem 6910. Mit wie dieser, der auf dem Betrieb, wo ich meistens bin, auch schon um die 12.000-13.000 Stunden hat.
Und einem Supertino Miststreuer, der wohl schon jetzt um die 30 Jahre hat. Und noch immer ziemlich gut aussieht. Und angeblich auch noch quasi nichts dran kaputt war. Und dann direkt hinterher eingearbeitet mit dem John Deere 6630 und einem Vogelnot Scheibengrubber F2. Ein zweibeckiger Grubber. Gleichzeitig eben auch Stoppelsturz. Danach, am 24. August, ich und Reden, kein guter Kollegen, da wurde dann abends Dinkelstroh geladen. Da war im Einsatz ein Case EH JX 1090 U, ein kleiner Schlepper, 100 PS, also original 90 PS, aber auch gedreht auf 100, und ein Massor Ballenwagen. Und eben der 6910 mit Frontlader zum Ballenladen. Dahinter hing dann nachher noch ein Gilibert-Ballenwagen. Parallel oder noch danach wurden noch mit dem John Deere 6630 und der Kubota Vicon Presse noch Weizenstroh gepresst, was eben tags zuvor noch gedrescht wurde. Ja, irgendwie so. Da habe ich übrigens auch einen Fuchs gesehen und gefilmt. Am 26. August wurde dann zugekauftes Stroh gepresst. Allerdings nicht selbst, sondern von einem Lohner mit einer Quaderballenpresse. Und wurde dann vom Betrieb selbst nach Hause geholt. Da war ich eben unterwegs mit einem 6506 und einem Casebohrer LKW-Anhänger. Der hält nämlich um einiges mehr aus als so ein normaler Ballenwagen. Auch von den Reifen her. Hat sich nicht so schlecht gefahren. Gut, ich kann nicht sehr gut fahren, aber mein Ballenwagen war der am vollsten geladen war. Ja, sehr gut, ne? Egal. August. War dann eine Maschinenvorführung vom Verband. Da ging es hauptsächlich um Quenland und Fendt. Auch wenn Quenland und Kubota relativ viel zusammenarbeiten. Es ist auch Quenland Maschinen, die in Kubota Farben gibt, die eben auch auf dem Betrieb hier teilweise laufen, von dem ich eben geredet habe. Jedenfalls auf der Maschinenvorführung konnte man sehen, einen Tiefenlockerer mit dahinter hängender, nicht hängender, sondern eine Maschine mit Tiefenlockerer und Scheibenecken. Ich glaube, man versteht, was ich meine. Also ein Gerät. Davor hing, glaube ich, ein 933 Vario. Dann eine reine Scheibenecke wurde auch noch gezeigt. Die hing an einem 211er Vario. Dann noch ein 5 Meter Grubber. Also kein sondern schwerer Grubber, aber immerhin ein Grubber mit 5 Meter Arbeitsbreite. Ding an einem 516.
Ich merke, ich habe schon wieder viel geredet. Dann noch ein 5-Schar-Flug an einem 724 und ein 7-Schar, falls mich nicht sehr viel täuscht, ein 7-Schar-Shell-Flug, sogar mit Packer. Die hängen an einem 722er-Ware. Wieder eine Maschinenvorführung. War mal wieder interessant zu sehen, ob ich mir jetzt sowas kaufen würde, wenn ich Landwirt wäre. Ich weiß nicht. Ich würde mir zuerst mal noch Konkurrenzprodukte ansehen. Ob jetzt auf einer Vorführung oder eben bei einem anderen Landwirt, ist jetzt egal, aber ich würde mir jedenfalls noch andere Sachen und andere richtige Meinungen versuchen einzuholen. Die Maschinen, die da vorgeführt wurden, konnte man danach eben auch selber ausleihen zum selber testen, was, falls bei einem Interesse bestanden hat, dann doch sehr interessant war. Und ein Kumpel hat das dann gemacht, nämlich die Scheibenegge. Das war eine Qualidisc Pro 3000, also 3 Meter Arbeitsbreite. Davor hing sein Massey Ferguson 7615. Und im Großen und Ganzen war man dann doch eher unzufrieden als zufrieden mit der Scheibenegge. Weil mit der Argumentation, die Scheibenegge hat sich wohl viel verzogen. So hin und her, so ein bisschen Schlangenlinien wohl gezogen. Ich war nicht dabei, sag ich gleich. Wer jetzt sagt, die wäre schlecht eingestellt worden, ich bezweifle das, außer das Fachpersonal vom Verband kann nichts, weil die hat das selbst angestellt. Dazu sollte der Schlepperfahrer dann noch Vorderachsfederung ausmachen, damit das nicht so springt und uneben arbeitet. Wenn man die Vorderachsfederung ausmachen muss, damit ein Gerät ordentlich arbeitet, dann nein. Das hat nicht den großen Sinn. Ich kaufe mir Vorderachsfederung, um ordentlich fahren zu können. Weil mit Scheibenegge muss man relativ schnell fahren und da ist man froh über jede Federung, die man hat. Vor allem auf einem Massey Ferguson, weil ich bin da schon das ein oder andere Mal mitgefahren und man sitzt da nicht sehr gut. Man sitzt da nicht sehr schlecht, aber gut ist auch was anderes. Schlussfolgerung, der Betrieb wird sie jedenfalls nicht kaufen. Ansonsten hoffe ich, das Video oder der Vlog hat euch gefallen. Falls dem so ist, dürft ihr gerne ein Like oder Abo dalassen oder beides. Gerne auch Kritik und Fragen und so weiter kommentieren. Oder Lob, mir egal, was euch so einfällt. Ansonsten könnt ihr euch jetzt gerne im Nachhinein noch ein anderes Video von mir anschauen. Noch ein Agrarvlog von vorher, falls ihr die noch nicht gesehen haben solltet. Oder irgendwas anderes von der Feldarbeit oder sonst was. Ansonsten würde ich dann sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.